so kann ich diese blöden Stäbe nicht verbiegen. Oh, Kollege. Du steckst ja ganz schön in der Klemme, hä, Alter? Hey, Jungs, kommt mal her. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Seine Birne steckt fest. Ja, und wie die feststeckt, die Birne. Hey, Kollege, ganz ruhig, immer locker. Ich bin ganz und gar nicht locker. Dachratte, mein Mensch ist verschwunden. Hey, Kollege, entspann dich. Mach das so. Drehen und ziehen. Drehen und ziehen. Kein Problem. Ratzfatz bist du frei. Was sind das für Dinger? Die schwächen mich. Aha. Das sind normale Styropor-Verpackungsflocken. Styropor, verstehe. Das kann nur das Werk des grünäugigen Mannes sein. Kennt ihr den Mann mit den grünen Augen? Weißt du, ich muss da mal was sagen, wenn ich da mal was sagen darf. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Joey, sieh dir mal seine Visage an. Ja, ich könnte schwören, dass ich den Kerl schon irgendwo mal gesehen habe. Ja. Tja, weißt du, ich vergesse nie ein Gesicht. Vergisst er nie? Oh, ja. Niemals. Ja, er kann sich Gesichter und sowas gut merken. Hör zu, der Mann mit dem grünen Auge. Was wisst ihr über ihn? Ich kenne diesen Hund. Ja, ich auch. Das muss mir doch einfallen. Ich werde irre. Sekunde. Nein, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich wüsste es. Hey, hängst du manchmal in der 14. Straße rum mit so einem Streuner namens Calvin? Ja. Calvin, der Labradudel. Was? Jetzt musst du mir mal ein bisschen helfen. Gib mir einen Tipp. Langsam wird's lächerhaft. Ja, aber sowas von lächerhaft. Schon mal gehört, lächerhaft? Weißt du, was das bedeutet? Ach, ihr Tauben, seid zu nichts Nutze. Ich brauche jemanden aus dem unmittelbaren Umfeld des grünäugigen Mannes. Eine Katze. Oh, eine Katze? Ja, eine Katze. Und wenn ich sie finde, wenn ich sie finde, wird sie sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Ich glaube, wir kennen genau die richtige Katze. Saul, auf die Minute. Komm doch rein.